Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Vanilla Anno 1800. Wir schauen, dass wir heute hier auf dieser Insel ein bisschen weiterkommen und unsere ersten Plantagen entsprechend setzen, um mit der Baumwollproduktion zu starten. Das Ganze mache ich relativ, halte ich jetzt relativ simpel. Denn wir wollen auf dieser Insel nicht nur die Baumwolle herstellen, sondern auch den Filz und entsprechend die Melonen. Das ist so die Prämisse eigentlich für heute, was ich heute hier so vorhabe. Und schauen wir einfach mal, wie weit wir entsprechend kommen. So, jetzt ist die Frage, wo fange ich wie an? Schauen wir erstmal vielleicht hier in die Ecke, wie viele Farmen wir brauchen und mit welcher Farm wir eventuell noch raus müssen, bevor wir hier anfangen zuzubauen. Ich würde sagen, eine noch. Und dann passt der ganze Lachs hier auch schon. So. Ja, das schaut gut aus. Hier werden wir so oder so dicht machen, von daher passt das, dass wir hier entsprechend auch mit der Farm zumachen. So, dann können wir hier den Weg lang führen, brauchen natürlich eine Feuerwehr und ziehen hier fröhlich und fleißig unsere Fältchen. Das Ganze einfach wieder wie gehabt bis in die letzte Ecke und das Verhältnis ist zwei Baumwollplantagen zu einer Baumwollstofffabrik. Dementsprechend brauchen wir wieder viel Platz für die Farmen. Aber das kennen wir ja inzwischen nicht anders hier in dieser Let's Play-Reihe. Dass es ohne Items doch ziemlich platzaufwendig ist. Und dementsprechend lasst vielleicht auch jetzt schon mal einen Kommentar da, was ihr so hier als nächstes sehen möchtet. Mein Gott. Ach, Deutsch wie immer on point. Was ich hier noch so zeigen soll. Bin mal gespannt auf eure Kommentare, eure Meinung. Und wir dürfen es direkt nochmal neu machen. Weil ich einfach nicht lerne. Denn wir haben ja hier links auch noch Platz ohne Ende. So. Und den sollte man natürlich auch ausnutzen. Ja, direkt wieder zubauen ist es. Also ich nehme hier gerade an einem frühen Morgen auf. Vielleicht liegt es auch einfach an der Uhrzeit. Kann nur besser werden mit ein bisschen mehr Kaffee. Auf jeden Fall. Das ist auch hier ein Thema, wo wir uns auf jeden Fall noch intensiver mit beschäftigen müssen. Denn Kaffee wird, glaube ich, so in der alten Welt so mit der größte Knackpunkt und der limitierende Faktor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich der Kaffee entscheidet, wie viele Einwohner wir bauen können. Und eine Sache ist auch schon klar, das Let's Play hier wird weitergehen auch nach dem Mai. Ihr wisst ja, im Mai täglich eine Folge. Und dementsprechend werden wir aber hier nicht fertig werden. Und auch das muss ich gestehen, aktuell fehlt mir leider die Zeit, aufwendige Zeitraffern irgendwie zu produzieren. Daher machen wir alles ganz gemütlich und entspannt und werden dieses Let's Play hier im Juni samstags und sonntags fortsetzen. Also zwei Folgen die Woche. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch einmal durchaus auch eine dritte. Aber das ist so erstmal das erste Ziel für mich. So, hier schauen wir mal. 2, 4, 6, 7. Dann passt es, wenn hier jetzt drei neue dazukommen. Machen wir das mal so. Und dann werden wir auf dem anderen Inselteil entsprechend noch die Alpakas bauen. Die kennen wir ja schon. Da haben wir ja schon einige auch entsprechend gebaut. Und da werden jetzt noch einige mehr folgen entsprechend. So, hier machen wir einfach dicht die Küste.
und fertig ist. Halten das also sehr einfach und simpel. Wo haben wir denn so viele Alpakas gebaut? War das hier? Ja, hier war es. Für die Ponchos entsprechend. Jetzt haben wir aber einen Schritt mehr. Wir brauchen auch noch die Filzfabrik entsprechend. Das ist alles ein bisschen aufwendiger auf jeden Fall. So, hier werden wir auf jeden Fall auch Felder ziehen. Die Insel bietet sich einfach perfekt dafür an. Und wir schauen nochmal, wie viel wir hier entsprechend brauchen. Wir werden das auch so platzeffizient wie möglich gestalten von den Farmen her. Dementsprechend fangen wir hier einfach mal an und ziehen die Felder erstmal in die Ecken, um abschätzen zu können, wie weit wir denn überhaupt kommen. Dann, sobald wir entsprechend auch die neue Welt soweit jetzt bebaut haben, dass wir die Versorgung der Einwohner hier gewährleisten und vielleicht schon ein bisschen Kaffeeproduktion angekurbelt haben, werden wir uns auch wieder ein bisschen mehr auf die alte Welt natürlich stürzen. Die kommt aktuell einfach zu kurz. Und da werden wir definitiv ein wenig mehr noch tun. So, hier schaffen wir nur 106. Was ist, wenn wir das Lagerhaus hier rüberräumen? 131. So sparen wir auf jeden Fall nochmal Platz. So sparen wir auf jeden Fall nochmal Platz. Aber ich denke, die eine Farm hier wird nicht auf 100% laufen. Das werden wir leider nicht hinbekommen. Erstmal schauen wir, dass wir hier wieder die Lücken füllen. Frage ist, was wir denn stattdessen hier machen könnten. Mir fällt da gerade wenig zu ein. Erste Alpakas vielleicht. 133. Das ist nicht schön. Also das ist wirklich gar nicht schön. Dann schauen wir doch mal, dass wir noch eine Fabrik bauen und dann hier die ersten Alpaka-Farmen hinsetzen tatsächlich. 1, 2, 3. Ja. So gehen auf jeden Fall keine 4 hin. Okay, beziehungsweise doch gehen. Gehen, denn ich kann ja hier ein bisschen was löschen. Und hier entsprechend dicht machen. Dann kriegen wir hier schon mal wieder ein paar Alpakas hin. Und mit der letzten Farm können wir ja so ein bisschen immer außen rum gehen. So aber nicht. So aber nicht. Heißt, wir müssen das ein bisschen umändern. Hier die Alpakas hin, da das sind. 1, 2, 3. Kriegen wir hier was hin noch? Das sieht schlecht aus, ne? Dann müssen wir hier ein bisschen was einreißen und das neu machen. Dann kriegen wir das hin. Dann kriegen wir das doch hin. So, nochmal hier dicht. Dann haben wir hier noch zweimal Alpakas und die Hoffnung, die ich habe, dass sich das dann jetzt ausgeht entsprechend. Und wir hier mit den Farmen auskommen. Und natürlich hätte man das jetzt einmal kurz berechnen können auch, aber nee. Das bin nicht ich, würde ich mal sagen. Das bin nicht ich. Mhm. Nee, das müssen wir, also der Inselteil hier, dieses Gebastel, das gefällt mir noch so ganz und gar nicht. Vielleicht bauen wir hier einfach deutlich mehr Alpakas. Und dann erst im zweiten Schritt die Farmen. Denn in die Ecken kommen wir ja mit Feldern zur Not immer noch. So natürlich nicht. Da müssten wir hier schon zubauen. Dann kommen wir nämlich hier mit einer Farm in die Ecken. In der Hoffnung, die eine reicht. Ja, die eine reicht. Sehr schön. So. So kann man es auch machen, auf jeden Fall. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Hier einmal verbinden.
Ja, so einem. Ja, das ist auch hier wieder unschön. Da müssen wir mal gucken. Wie geht sich das hier aus, ohne dass wir Felder verlieren? Und das geht sich nämlich gar nicht aus. Das geht sich gar nicht aus, so wie wir es jetzt geplant haben. Also ihr merkt, das ist hier gar nicht so eine einfache Sache, das vernünftig zu planen, dass es dann am Ende auch sauber funktioniert. So, also eigentlich müsste es hier dran. Ja, hier werden wir wahrscheinlich einen Knick machen müssen, damit wir alles auf diese Insel bekommen. 1, 2. Ja, das müssen wir hier nochmal abreißen. Also heute ist so ein bisschen Trial and Error Folge. Auf jeden Fall. Wir probieren uns ein bisschen rum. In der Hoffnung, dass es dann am Ende passen wird. So ein richtig Plan ist das aber natürlich nicht an der Stelle. Da sollte eins hin. Das wäre schön. Können wir das vielleicht tauschen? Dann kriegen wir nämlich da noch eins hin. Da. 3, 4. Ja. Passt. Hier haben wir 2 tote Kacheln, die wir nicht wiederbekommen. Aber ich sag mal so, 2 Kacheln, das ist jetzt nicht das, was so wirklich tragisch am Ende ist. Von daher sollte das schon mal passen soweit. So, vielleicht hier noch eins mehr. Dann kriegen wir nämlich hier auch wieder Alpaka-Felder hin. 1, 2, 3. Hier aber das 4. mit Vorbehalt, genau. So. Dann ist das heute ein ganz schönes Gebastel. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Jetzt müssen wir mal auch langsam gucken, wie geht sich das hier mit den Feldern aus. Wie viel Platz brauchen wir da noch? Vor allem, wie viel Platz für die Gebäude brauchen wir da noch? Ah ja, interessant, wo du hinbauen willst. Da möchte ich aber nicht, dass du da dich lang entwickelst. So, weil hier haben wir noch relativ viel Platz. Ich meine, wir könnten auch noch weitere Farben in die Ecken knallen, aber so passt es dann schon irgendwie. So, und diese Farm hier wird auch nicht ausreichend sein. Jetzt habe ich natürlich die große Hoffnung, dass hier noch eine ganze Farm hingeht. Also rein vom Platz her reicht es so oder so nicht. So, hier wäre jetzt Ende. Hm. Also die Folge gestaltet sich hier durchaus ein wenig schwieriger. Durchaus ein wenig schwieriger auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier lösen wollen. So wäre es noch eine Variante. So, dass wir auch da in die Ecke kommen. 1, 2, 3, 4. So kommen wir nämlich hier noch mit einer Farm in die Ecke. Und dann setzen wir nämlich hier noch eine und gehen hier so raus. 1, 2, 3, 4. Und vielleicht hier noch eine als Abschluss. 1, 2, 3, 4. Vielleicht sogar so. Sodass wir einen kurzen Weg haben. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Gewöhnungsbedürftig, aber nicht verkehrt. So kriegen wir nämlich hier genug rein. Kommen hier noch mit Feldern raus. Ja, ja, ja. Also hier wird ein Schuh draus. Hier wird ein Schuh draus. So, ziehen wir das Ganze bis in die letzte Ecke. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Wegen machen. Das passt soweit. Hier würde ich gerne mal gucken. Wo kommen wir denn in die letzte Ecke mit dem Feld? Dorthin. Dann können wir entsprechend das Lagerhaus auch ziehen. Und haben hier wieder ein bisschen Platz geschaffen. Kriegen wir hier noch Alpakas hin? Das sieht eher schwierig aus, ne? Nee, ich glaube, da werden wir eher keine hinbekommen.
Dann versuchen wir es doch hier mal. Ziehen auch hier am Rand wieder unsere Fältchen, um einfach zu schauen, dass wir da mit einer Farm noch reinkommen. Und hier dann entsprechend die Alpaka-Farmfelder setzen können. So, einmal hier lang. Nein, nicht aufbauen. Ich wollte hier das Löschtool einmal in Anspruch nehmen. Hier ist jetzt das Problem, dass wir hier uns Optionen zubauen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, im Idealfall. Das geht so. Hier kommen wir nämlich schon nicht mehr raus. Ah, so vielleicht. Aber jetzt kriegen wir hier nur noch eine Farm hin, ne? Und das ist das Problem. Das funktioniert so nicht. Heißt im Prinzip... Im Prinzip müssten wir hier... Hier müssen zwei Farmen raus. Also so ist jetzt mein Plan. Aber das geht auch schon wieder nicht. Eieieiei. Ist das heute schwierig. Aber so ist dieses Feldergeziehe und Rumgebastel. Wenn man es platzeffizient haben möchte und nicht eine zweistellige Anzahl an toten Kacheln haben will, dann muss man einen Tod sterben. Und das ist halt, dass es sehr zeitaufwendig wird, sowas zu bauen. Dass das auch sauber funktioniert. So, das geht, weil wir hier entsprechend nochmal ein bisschen mehr Fläche haben, wo wir auch eine Farm hinsetzen können. Da gehen wir jetzt erstmal so als erste Maßnahme hier in die Ecke mit, um sie auszufüllen. So, dafür haben wir sie hauptsächlich gebaut. Und schauen dann mal, wie viele Felder die braucht noch. Da ist jetzt Ende, okay. Heißt für mich, wir kriegen hier nochmal Alpakas hin. 1, 2, 3. Und 4. Und haben hier aber relativ viele, finde ich, tote Kacheln. Tatsächlich. Relativ viele tote Kacheln. So, wie weit kommen wir hier mit? So, wie viel Platz haben wir hier noch? Warum visiert das Feld an? Ja, egal. So. 1, 2, 3, 4. Das geht auch noch. Können wir nämlich hier so weit auffüllen. Ne? Hab gar nichts. Wie kam ich jetzt in die Session? Eigenartig. So, dann bauen wir hier noch eine Feuerwehr rein. Die wir hier nicht reinbauen können. Die wir hier nicht reinbauen können. Okay. Sag doch, das gestaltet sich hier heute echt schwer. Das gestaltet sich hier heute echt schwer. So, wenn wir nämlich eh tote Kacheln haben... Können wir hier mal eine Feuerwehr wieder reinbauen. Ihr wisst, Feuerwehren sind sehr wichtig und sehr gut. Deswegen immer genug Feuerwehren bauen. Dann haben wir hier auch Platz für noch ein bisschen mehr Wegstrecke. Und jetzt sollte es doch passen, dass es okay ist. Ja, komm, hier 4 Felder. Ist doch in Ordnung. Boah, schwierige Ecke. 3, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Heißt, wir bräuchten am besten hier noch eins, der hier zumacht. Und dann können wir uns mal um die verarbeitende Produktion entsprechend kümmern. Dass wir da jetzt auch vorwärts kommen. So, das passt schon mal. Und dann ist gar nicht so riesig viel Platz auf der Insel, muss ich sagen. Da hätte ich mit mehr gerechnet. Vor allem, jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist 1 zu 1, das ist gut. Das hier ist aber 2 zu 1, wie gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Und das ist dann auch 1 zu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn wir da Felder ziehen. Nee, die sind hier nicht so gut drin. Dann vielleicht besser so. Aber auch das passt nicht so perfekt. Und hier haben wir auch tote Kacheln. Das darf nicht sein. So, hier haben wir tote Kacheln. Aber wir können auch noch verschieben. Und das werden wir auch definitiv tun. Hier ist zwar schön, dass wir hier so geradeaus kommen. Bringt aber nichts, wenn wir hier keinen... Wenn wir hier 1000 tote Kacheln haben. Dementsprechend ändern wir das jetzt nochmal ab. Machen hier jetzt erstmal dicht. So. Und können jetzt entsprechend hier unsere Schienen legen. So, das machen wir hier durchaus auch mal ein bisschen redundant. Damit wir hier kein Problem mit den Wegen haben. Und trotzdem hier mit Feldern noch überall reinkommen. So, bis hierhin. Und hier müssen wir dann mal schauen, wie wir es jetzt gestalten möchten. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine Farm. Die entsprechend hier die Ränder dann dicht macht. Und hier einen geraden, sauberen Abschluss findet. Ja, okay. Hier oben ist aber auch noch ein Thema. Moment. Freunde. Moment. Kommen wir hier noch irgendwie rüber? Dass wir hier drauf kommen, auf dieses kleine Stückchen hier. Das wäre das Optimum. Ansonsten muss ich wirklich hier so ein elendlanges Feld füllen. Also hier kommen wir ja definitiv nicht drumherum. Das werden wir definitiv bauen müssen. Aber das können wir auch so rumbauen. Aha. Also, heute die Folge wirklich ganz im Zeichen der Puzzlearbeit. Aber das ist in Ordnung. Dann kriegen wir nämlich hier mit so einer Straße hier die Verbindung hin und können hier einen sauberen Abschluss finden. Am besten möglichst gerade. Und es geht sich um zwei Kacheln nicht aus. Ach, come on. Come on. Das kannst du besser. Spiel. Und natürlich auch Zebra. So, müssen wir mal schauen. Müssen wir dann hier noch eine Farm wahrscheinlich hinsetzen, ne? Bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als einfach noch eine Farm zu setzen. Hier müssen wir schauen, wie wir hier rauskommen. Dass wir hier vielleicht sogar an der Küste lang gehen. Um hier keine Kachel zu verschwenden. So. Dann kriegen wir es nämlich einmal hier verbunden. Haben hier das Lagerhaus entsprechend, haben hier auch die Verbindung. Und das sieht doch schon ganz ordentlich aus, oder? Dann normalerweise... Ja, normalerweise hier nochmal, ne? Hier nochmal Felder. Felder, Felder, Felder. Ich bin hier nicht zufrieden mit. Ich sag, wie es ist. Ich bin hiermit nicht zufrieden. Kriegen wir das hier ein bisschen gerade abgeschlossen? Ja, kriegen wir. Und wie viel gerade? So. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, damit kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. Und dann müssen wir uns jetzt mal endlich auch um die Hutmachereien und um die Filzfabriken und was wir da nicht noch alles haben, kümmern. So, wenn wir das so bauen, haben wir hier entsprechend die Verbindung zum Lagerhaus, haben hier aber auch noch die Kacheln frei, um nochmal Felder zu ziehen, die wir definitiv ziehen müssen. Und dann schauen wir mal,
Wie viel Hutmachereien wollen wir haben? Wie viel Farmen haben wir bisher? Wir können ja schon mal die Farmen soweit aufbauen. Da ruckelt's und holpert's einmal ganz kurz. Einfach um zu sehen, wie viele Gebäude haben wir jetzt schon gesetzt. 17. Heißt, wir setzen auf jeden Fall noch eine 18. Das bedeutet, wir kriegen aktuell 9 Hutmachereien hin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier müssen wir halt mal mit der Farm gucken, wie viel Platz die noch braucht, weil hier möchte ich ja auf jeden Fall den Abschluss haben. Ja, eine tote Kachel werden wir haben, oder? Ja, eine tote Kachel werden wir haben. Das lässt sich hier, so wie ich es gebaut habe, leider nicht vermeiden. Nein. Leider nicht vermeiden. Dementsprechend eine kosmetische noch aufbauen, pausieren. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber da ist ja schon klar, wir werden auch definitiv eine 10. bauen. Moment, ne, wenn ich das so drehe, passt die da rein. Aha. Nochmal ein bisschen Platz gespart. So, heißt, wir bauen noch eine 10. und eine 11. und natürlich entsprechend auch nochmal 2 Lagerhäuschen. Und wenn es jetzt ideal läuft, reicht diese eine Farm hier aus, um hier alles aufzufüllen. Nein, reicht sie nicht. Es wäre doch so schön gewesen, oder? Es wäre doch so schön gewesen. Aber sei es drum, schauen wir mal, wie viele Felder wir hier noch schaffen. Hier ist dann Ende, okay. Heißt aber auch, wir kommen hier nochmal rein. Können wir hier nochmal einen Verarbeitungsbetrieb bauen? Ich schätze mal ja. Also hier kommen wir ja maximal bis hier hinten rein. Das ist ja schon mal was. Was sagt die Feuerwehrabdeckung? Hier vorne gar nicht mehr gegeben. Heißt, wir werden direkt mal auf diesem Inselstück eine Feuerwehr brauchen. Oder hier entsprechend nochmal eine einplanen. Das müssen wir noch schauen, wie der Rest am Ende passt. So, jetzt vermute ich fast, wir haben hier zu wenig Platz, oder? 137, ja. Ein klein bisschen zu wenig. Aber ich bin ganz ehrlich, 7 Kacheln zu wenig finde ich jetzt nicht so tragisch. Finde ich jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das kann man so machen. 2 Lager, 3 Lagerhäuser brauchen wir hier auf jeden Fall. Hier wird richtig Rambazamba sein. Und wir bauen nochmal die Farm auf. Baumwollenplantage einmal auf Pause setzen. Damit haben wir jetzt 19 schon. Wie gesagt, 20, 22 ist das Ziel. Das war hier 11 Hutmachereien. Achtung, Wortspiel. Unter einen Hut bringen. Der musste sein. Alternativ könnte ich natürlich auch sagen, okay, setz hier eine Feuerwehr rein. Kriege ich das auch hier hin? Jo. Momentchen. Da wir hier ja so oder so heute so eine Trial-and-Error-Bastel-Folge machen, versuchen wir das doch einfach mal ein bisschen weiter auszuexerzieren. So, wie viel Platz braucht die noch? Die braucht noch so viel, okay. Heißt, theoretisch haben wir den Platz hier über. Wenn ich mir das so angucke, würde die hier fast perfekt reinpassen. Alternativ würden wir hier eine Feuerwehr oder eine Polizei reinkriegen. Krankenhaus jetzt nicht mehr. Filzfabrik. Ja, nee. Irgendwie auch nicht so richtig. Außer wir ziehen die Filzfabrik so weit nach hinten. Hier noch eine Feuerwehr reinkriegen.
dann fehlen uns aber auch richtig viele Felder. Nee. Das sieht erstmal gut aus, ist aber nicht die Möglichkeit und die Option. Dann machen wir hier nochmal eine Filzfabrik. Und ja, die vier Kacheln sind dann in Ordnung. Heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So, 13 bedeutet aber auch, wir bauen mal unsere Alpaka-Farmen auf. Das sind ja jetzt noch nicht so viele, die wir aufbauen können. Heißt, wir haben jetzt 5. Wir brauchen 13. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein gutes Stückchen Arbeit vor uns. Aber wozu sind wir hier? Genau, um uns dieser Herausforderung entsprechend zu stellen.